Servus Leute, zurück zu Creeper World Ark Eternal. Wir sind jetzt im System verrückt und dort habe ich Mistet schon mal ausprobiert. Schwierig. War gar nicht so einfach. Das Spiel ist echt nicht einfach, muss ich zugeben. So, Text ist jetzt auch keiner mehr. Hier auf dieser Welt ist eine Besonderheit. Eigentlich sieht es ziemlich simpel aus. Wir sind hier, wir könnten hier dicht machen. Und ja, aber dieser Planet hat einen Einfluss auf die Creeper. Er zieht sie nämlich an. Das ist das Gefährliche. Das ist wirklich gefährlich. Weil die schwappen da schnell über. Ich baue erstmal meine beiden Command Nodes. Ich weiß gar nicht, ob sie dann mehr Energie produzieren insgesamt. Ich hoffe es zumindest. Außerdem ist mein erstes Ziel an einigen Stellen dicht zu machen. Reaktoren brauche ich. Legen wir los. Beide produzieren was. Ich werde nämlich hier Turps hinbauen. Die können hier zumachen. Wie ihr sehen könnt, die Creeper verbreiten sich sehr schnell in Richtung dieses Mondes aus. Diese schnelle Ausbreitung hat aber allerdings auch zur Folge, dass wir hier ein Problem bekommen. Wir müssen uns erstmal auf der größten Insel verteidigen, nämlich. Alles andere ist Madness. Oh ja, Terraform. Cancel. Pause. Verflucht. Terraform. Brush Size. Höhe 10. Zum Remove. Rechte Maustaste. Das brauchen wir nochmal. Das brauchen wir nochmal. Hier versuche ich dich zu machen. Wenigstens eine Seite. Also dann brauche ich jetzt Beams. Weapon. Ein Beam hier, ein Beam dort. Ich hoffe bloß, dass ich den auch bewegen kann. Ja. Dann kann er mit der Zeit hier überall dicht machen. Und die Lücken schließen. Da eine 10 hin.
machen wir dort unten? Eine Kanone. Da vielleicht auch. Hier eine Kanone. Und bald dort oben auch. Alles schön verbinden. So. Das Blöde ist halt beim Terraform, da muss er dicht sein. Da dürfen keine Creeper drauf sein. Deswegen muss ich mit den Kanonen erstmal ein bisschen vorarbeiten. Aber wie ihr seht, das schwappt da jetzt richtig über. Das ist eigentlich perfekt für einen Mörser. Oder nicht nur einen. Müssen die nur irgendwie verbunden werden. Da eine Verbindung. Hier eine Verbindung. 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 Vielleicht hier noch einen Beam hin. Und hier. Um wirklich sicher zu sein von diesen oberen Angriffen. Dort unten gibt es ja keine Beams. So. Terraforming dort abgeschlossen. Da kommen sie schon rüber. Terraform. Hier. Hier. Da. Hier. Dort. Ich brauche dringend hier eine Kanone. Habe aber jetzt absolut. Ja, ich habe keine Energie. Das heißt, die werden jetzt einiges da zerstören. Was zum... Da ist einer durchgekommen? Garstig. Das kann passieren. Das kann passieren. Hoffen wir mal, das bleibt ein Ausnahmefall. Ja, die Mörser sind die beste Verteidigung an der Stelle, wie es scheint. Oh, nein! Oh, gut.
Mörser verloren. Hier ein Mörser mindestens. Und mindestens einen zweiten Beam hier hin. Und ich muss ein bisschen besser vernetzen hier. Außer muss das Terraform mal weiterkommen. Halt, warte. Sehr gut. Da kannst du beides erwischen. Energie brauche ich auch noch neue. Und mehr. Oben, okay. Heißt, von der Seite gibt es einen großen Angriff. Aber da das sich immer an der Wand konzentriert auch noch, kann ich mit den Mörsern wirklich viel erreichen. Risky. Absolut risky, was ich da mache. Aber nur so kriege ich es hier hin, dass die Mauer gebaut wird. Niemand hat hier vor, eine Mauer zu bauen, außer ich. Der Seite ist erstmal in Spannung wieder. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann entspannt sich immer eine Seite, bis es weitergeht. Ah, scheinbar habe ich jetzt genügend Energie. Terraforming kann fortgesetzt werden. Hier nehme ich. Und außerdem kann ich jetzt mal langsam eine Forge bauen. Eine dicke Bertha. Yeah, Bertha wird arbeiten für uns. Was? Ach ja, stimmt. Ich kann die jetzt auch als Waffe nutzen, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Aber erstmal die Effizienz der Energie etwas steigern. Ja, oh, hätte ich auch noch hier. So könnte ich natürlich absolut sicher machen in meinem Gebiet. Laster hier alles mit Reaktoren voll, damit ich keine Energieknappheit mehr habe. Das ist immer am lästigsten am Anfang, zu wenig Energie zu haben.
an allen Seiten mal ein bisschen hingesprayt, damit hier alles dicht ist. Energieeffizienz erhöhen, Energie generell erhöhen, Movement Speed, Fire Rate, Range erhöhen. Theoretisch in solchen Situationen könnte ich schon fast was dahin bauen. Halt. Das bringt mich echt jetzt auf eine geniale Idee. Relay? 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 Nullifier. Ah, aber es klappt trotzdem. Packet Speed erhöhen. Ore Effizienz. Build Speed. Das ist cool. Ja, okay, die werden draufgehen. Aber dasselbe werde ich jetzt doch direkt mal mit dem nächsten Opfer versuchen. Das wäre dann... Wo geht's denn jetzt am deutlichsten weg? Ach so, weil ich das bombardiere, ist es so schwach da oben. Ja, dann bist du auch das schwächste Opfer. Der Schwächste fliegt. So sieht's aus. Cancel Structure Relay. Hier kommt ein Nullifier hin. Warum nicht die Schwerkraft zu meinem Nutzen? Benutzen. Da auch ein Nullifier. Okay, so einfach geht's dann nicht. Geht wirklich nicht so einfach. Da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Der vielleicht. Schneller, 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 schneller. Oh ja, das kommt. Nullifier. Ja, hat doch nicht so hingehauen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das kriegen wir nochmal hin. Jetzt schwappt von da so eine Welle über. Relay, Relay. Waffe. Ich brauche noch eine Verknüpfung. Schneller! Lade dich auf! Yes! Great success!
Wie schnell kannst du dich darüber bewegen? Der leistet hier Arbeit und macht hier sauber. Auch wenn er jetzt gerade volle Packung abbekommt, aber wenn er das überlebt. Die zerstören jetzt das hier alles. Oh, halt, die Bertha. Das ist das nächste Ziel. Und wie es sich jetzt zurückzieht, dank der Bertha. Weiter nach vorne. Die Waffe, das muss jetzt... Oh, noch besser. Jetzt brauche ich schnell einen Nullfall. Perfekt. Leiste Arbeit. Perfekt. Kassieren wir noch schnell hier das Datapad ein. You mentioned Varun passing earlier. Yes. This message appears to be written by Varo Hale, who lived in your time. The message says from Varun's was Dex Jones. Yes, current friends. Even left Leia without Dex and all that. Came. Possible correct scars. Debt was all for nothing. Nothing. Everything is gone. Another one's crew waiter. It reads, and without the fiddler's guidance and the guide, we never would have eventually discovered Alien's true gifts. Was? Okay, what does it mean? Alien, my daughter? Leia? Leia! Okay. Irgendwas Backstory-mäßiges. Seine Tochter hat irgendwelche Fähigkeiten. Ist irgendwo ein Gut. Naja, warum nicht? So, letzter noch. Einer noch. Einer muss noch gehen. Einer geht noch. Einer muss noch gehen. Nee. Das war schlecht. Ach, garstig. Könnte jetzt ein bisschen knapp werden, weil der Planet schon hier um der Ecke ist. Ja, das klappt nicht. Jetzt sowieso nicht. Da war ich zu langsam.
aber wir vermindern die Creeper deutlich und dadurch ebenso unsere Probleme. Vorne. Ja, da kann ich doch jetzt vielleicht sogar von der Seite. Natürlich mit Verbindung. Füllt ihn schneller. Nein! Das war hässlich gemeint. Naja. Dafür wird's jetzt einfacher. Waffe. Du wirst hier dich positionieren. Yes! Claim Victory! Sehr gut geschafft. Okay. Crosslaw ist der nächste Planet. Schauen wir uns mal an. Kurios, kurios. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.